Meine erste Frage geht ganz zurück an den Anfang des Films. Man sieht einen Steinbruch und diese Bilder der Sprengungen suggerieren ja, dass Max Beer ein sehr progressiver Künstler war, der zu Umbrüchen geführt hat in der Schweizer Kultur- und Architekturwelt. Und meine Frage wäre jetzt, wann eigentlich es diese Wandlung gab, dass die Schweiz Max Biel als Künstler angefangen hat wertzuschätzen und Wertschätzung, die er bis heute anhält. Also die Interpretation finde ich schon mal sehr schön. Und es wurde im Film kurz gesagt, dass, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Museum Winterthur, dass die Mutter von Max Bill großer Fan von Hodler war. Und da hat er natürlich als junger Mann hat er schon einen großen Konkurrenten gehabt, gegen den er erstmal ankämpfen musste, um die Gunst seiner Mutter zu gewinnen. Und das ist ihm gelungen. Aber die öffentliche Anerkennung in der Schweiz, das wurde im Film eigentlich auch gesagt, die trat mit Verzögerung ein. Er hatte erst sehr viel mehr Erfolg in Brasilien. Er hatte 1951 eine Retrospektive in São Paulo, die sehr viele junge lateinamerikanische Künstlerinnen und Künstler beeinflusst hat. Er gewann dann auch den ersten Preis der ersten Biennale in São Paulo für Skulptur im selben Jahr. Dann kam Amerika mit der ersten Ausstellung 63 in New York. Und erst sehr verzögert, muss man wirklich sagen, erst 1968 dann der Kunstpreis in Zürich mit einer Ausstellung im Kunsthaus. Also man kann schon sagen, die Schweiz hat sehr verzögert darauf reagiert, weil nach seinen ersten Erfolgen, Max Bill hatte 1936 in der Triennale in Milano den Schweizer Pavillon als die Inneneinrichtung gestaltet, also Produkte ausgewählt und installiert. Und der Pavillon ist dann mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden. Aber dann gab es in diesen 30er Jahren die politische Tendenz eben in Richtung Landesausstellung hin, wie Gottfried Honecker im Film auch sagte, wo dann alles eher reaktionär wurde politisch und Bill auch angegriffen wurde in der Presse als unschweizerisch. Also darum hat man eben auch keinen direkten Auftrag dort gegeben. Und dass diese Einflüsse von der Presse, ja, dieses unangenehme Klima, was da Ende der 30er hier war, hat ihn eigentlich, er hat überlegt, ob er nach Amerika auswandern soll. Er hat schon angefangen, Englisch zu lernen. Also es gibt die Vokabelbücher, wo er sich Notizen gemacht hat. Und wenn er den ersten Preis für den Schweizer Pavillon Weltausstellung New York gewonnen hätte, dann wäre er nach Amerika gegangen. Also hätte der Schweiz den Rücken gekehrt. Und das hat er im gewissen Sinne ja auch getan, als er dann nachher nach Ulm ging, war er ja auch, also konnte er sich woanders eher realisieren als in der Schweiz. Das heißt, man könnte vielleicht sagen, dass sie eigentlich zuerst eine Wertschätzung im Ausland stattgefunden hat, die dann so wie langsam in die Schweiz gegangen ist. Meine nächste Frage würde sich dann vielleicht eher an Sie richten als Regisseur. Es gibt ja einige Szenen, wo die Kamera eigentlich die Kunstwerke nachfährt. Und ich habe mich gefragt, ob so dieses Medium Film, das Nachbilden des Kunstwerks auch durch das bewegte Bild für Sie zu einer Form von neuen Lesung der Werke und vor allem der Skulpturen geführt hat. Ja, das kann ich bejahen, dass vor allem bei den Skulpturen ist mir aufgefallen, dass sie eine Symmetrie haben. Also, das habe ich vorher noch gar nie gelesen, eigentlich, dass ich habe dann die Skulpturen auch so gefilmt, auf einem Drehteller, oder dann bin ich rundherum gegangen mit der Kamera.
damit sie, also um zu zeigen, damit sie, wenn man sie um 180 Grad dreht, dass sie dann am Anfang und am Ende gleich aussehen und eben nicht nur diese Unendlichkeit haben in den unendlichen Schleifen, also in dem mathematischen Möbiusband, das ja zwei Flächen hat und umgrenzt ist nur von einer Linie. Also dass nicht nur diese Unendlichkeit eine Rolle spielt bei ihm, sondern eben auch, wenn man die Skulpturen, bei den Skulpturen rundherum geht. Und ja, also vielleicht natürlich auch, wenn man jetzt eine Skulptur, sagen wir mal, im Nebel sehen würde oder in der Nacht oder wenn es oder irgendwo hinter einer Schattenwand und so, dann bekäme sie im Auge des Betrachters keine Dreidimensionalität. Also das heißt, für eine Skulptur, und das ist einfach ganz wichtig, eine Skulptur lebt nur von Licht und Schatten. Und Licht und Schatten ist natürlich auch das Medium des Films. Also von daher habe ich tatsächlich mit Licht und Schatten etwas Neues entdeckt in den Skulpturen, effektiv, das ich vorher noch nie in den Publikationen gelesen habe. Und das war natürlich für mich auch eine wunderbare Erfahrung. Ich habe dann noch weitere Sachen entdeckt, über die wir vielleicht später reden können, in den Bildern selber. Ich habe ganz am Anfang habe ich etwas gesagt über das Dreieck, Viereck und Fünfeck und so weiter. Es gibt sehr viele Dinge, die dann auch einen Zusammenhang haben zwischen Kunst und Leben oder Kunst und Gesellschaft und ein Verständnis von und ein Weltbild von Max Bill und so weiter. Aber das können wir gleich später noch. Wie haben Sie als Regisseur entschieden, welche Facetten Sie von Max Bill zeigen, der ja, wie wir jetzt gesehen haben, Politiker, Künstler, Lehrer, ja, Bildhauer, Maler, so vieles war, und wie haben Sie sozusagen dort einen Fokus gesetzt? Also grundsätzlich habe ich mich auf das konzentriert, was weniger bekannt oder nicht bekannt war um Max Bill, weil es wurde über ihn schon sehr viel geschrieben. Es gibt wahrscheinlich meterlange Publikationen, wenn man sie aufreihen würde in den Gestellen. Und ich habe mich eigentlich auf das konzentriert, was nicht so oder was verschüttet war. Über das, was man nicht gerne redet in der Schweiz. Stichwort unschweizerisches, sehr verräterisches Wort, auch in der Politik, kommt immer wieder, seit den 20er, seit den 10er Jahren, also kommt das immer wieder vor in gewissen Perioden der Geschichte, taucht dieses Wort unschweizerisch auf. Und der Max Bill, das sehen wir im Film, ist ja auch über 50 Jahre lang fischiert worden vom Staatsschutz und so weiter, weil er eben ein politischer Mensch war. Und bisher hat man den Bill eigentlich eher so als den Künstler der Banken, weil die Banken haben dann Bahnhofstraße zum Beispiel diese Skulptur aufgekauft oder haben Bilder von ihm gekauft, um sie bei sich aufzuhängen und so weiter. Und da wurde der Bild teilweise so rezipiert, als eigentlich ein Nationalrat war, als ein Vertreter des Establishments. Und auch 68 hat ihn so rezipiert. Also, Nein, 68, die Bewegung von 1968, es war so eine außerparlamentarische Opposition damals, als die Stones und die Beatles, da schlägt mein Herz gerade höher, aufgekommen sind und so weiter. In dieser Zeit hat man eben den Bill eher den,
Establishment zugerechnet. Und weil er natürlich auch Nationalrat war und die Opposition damals Jugendbewegungen weltweit, also außerparlamentarisch waren. Und auch von dieser Seite wurde Bill eigentlich nicht so rezipiert, wie er es verdient hat, weil er war schon, die 68er haben leider das nicht oder zu wenig recherchiert vielleicht auch, dass der Bill auch ein Antifaschist war in der ersten Stunde. Also eine Figur, die auch den 68er eigentlich sehr nahe gestanden war von der politischen Gesinnung. Er wurde auch von dieser Seite, also von der einen Seite wurde er als Künstler der Banken und von der anderen Seite, von der linken Seite oder eben von der Bewegungsseite wurde er rezipiert als Vertreter des Establishments. Und das wollte ich brechen. Und ich muss selber sagen, also von mir, ich selber habe seinerzeit einen Widerspruch in mir gehabt. Ich bin ein 68er und komme aus dieser Zeit und wurde da politisiert und überhaupt auch natürlich habe ich dort mein Weltbild, ist dort entstanden. Und auch ich hatte damals den Eindruck, ja, der Bild, das ist keiner von uns, weil ich das auch nicht, er hat ja auch nie darüber geredet, das sagt Angela, in vielen selber. Haltung oder? Genau, und auf der anderen Seite habe ich aber 1968 diese Ausstellung gesehen, seine Einzelausstellung Kunst aus Zürich und die Kunst hat mir sehr gefallen. Also das war ein Widerspruch auch in mir, den ich mit diesem Film glücklicherweise auflösen konnte. Okay, sehr schön. Kommt schon aus dem Publikum Fragen oder sollen wir einfach erstmal? Er möchte vielleicht noch was ergänzen zu dem, also Bill hatte in seinem ersten Haus in Hönk, hat er mehreren Emigranten, auch Emigrantinnen Unterschlupf geboten, aber dieser eine, der im Film vorkommt, der Herr Thomas, der monatelang bei Bill gewohnt hatte, bevor er dann denunziert wurde, er hatte übrigens internationale Presse, er hat über 100 Zeitungen, das steht alles in den Polizeiprotokollen, die wir im Bundesarchiv, also ich als Witwe von Max Bild konnte das im Bundesarchiv in Bern, konnten wir das recherchieren. Wir haben also auch vor dem Film viel Vorarbeit geleistet. Dieser Alfred Thomas, wir haben damals den Professor Picard, der in Basel Professor war, der hat uns zwei seiner Studentinnen, zwei Historikerinnen empfohlen, die recherchiert haben, was aus ihm geworden ist. Und sie konnten nur sagen, dass die Gestapo seinen Namen nicht durchgestrichen hatte. Das heißt, sie haben ihn nicht bekommen. Und es war ja eben auf Beschluss des Schweizer Bundesrates, dass er ausgewiesen wurde, glücklicherweise nach Frankreich und nicht zurück nach Deutschland. Aber die Franzosen, der Geheimdienst dort, hat bei den Schweizern nachgefragt und die Schweizer politische Polizei hat sofort alles, was sie hatten, nach Frankreich geschickt. Aber dieser Tage hat mich jetzt jemand kontaktiert, dass wieder Leute, die immer noch recherchieren, jetzt in Mexiko seine Spuren gefunden haben, weil wir wussten nicht, ist er in den spanischen Bürgerkrieg gegangen, ging er in die Sowjetunion, was passierte mit ihm. Er ist also irgendwie in Mexiko gelandet und hat dort in den 40er Jahren dann auch wieder für Exilzeitschriften publiziert. Und da reist jetzt jemand aus Deutschland extra nach Mexiko, um da noch weiter zu recherchieren. Und das zeigt auch eben, was es auch für einen Aufwand, über wie viele Jahre man recherchieren muss, bis man eben zu Resultaten kommt. Immer noch, obwohl das geschichtlich schon so lange zurückliegt. Wie lange haben Sie dann an dem Film gearbeitet? Ja, sehr lange. Also ich habe zwischendurch noch ein Buch geschrieben, aber ich habe 6 Jahre an diesem Film gearbeitet. Okay. Ja. Ich würde jetzt nochmal zurückkommen zur konkreten Kunst und was in dem Film ja mehrmals auch betont wird, ist, dass auf der einen Seite Max Bill ein Vertreter war von dieser Klarheit und Mathematik und Logik und gleichzeitig ja am Ende in dem Konflikt auch in der HfG Ulm
die Intuition für ihn eine Rolle gespielt hat, was ja erstmal zwei Arbeitsweisenkomponenten sind, die nicht so ganz selbstverständlich miteinander einhergehen. Und Sie haben vielleicht einen Einblick ja auf, wie sich diese Logik und die Intuition bei ihm in der Arbeit oder die Denken vielleicht verbunden haben. Können Sie uns dazu was erzählen? Also seine Gegner, die er übrigens selber nach Ulm geholt hatte, also zum Beispiel Maldonado aus Argentinien, der auch eine frühe, die kleine Monographie über Max Will schon publiziert hatte, nicht viel Text, aber viele Abbildungen. Der war in Argentinien in der kommunistischen Partei, musste eigentlich aus politischen Gründen das Land auch verlassen. Und Bill hat ihm eine Dozentenstelle in Ulm also eingerichtet. Und Maldonado, der ursprünglich ein großer Verehrer war von Bill, sie haben Französisch gesprochen, weil Maldonado konnte nicht viel Deutsch, hat dann aber, als er nach Ulm kam, war er dann mit einer deutschen Gräfin, Sigi von Schweinitz, verheiratet, die auch in Ulm sehr wichtige Fotos gemacht hat, die nicht so bekannt sind. Maldonado, der ein großer Bewunderer war, hat sich dann zu einem Gegner von Bill entwickelt, was also innerhalb von Schulen natürlich immer wieder, im Bauhaus gab es auch ideologische Konflikte. In Ulm war es vielleicht gar nicht mal so ein großer ideologischer Konflikt, aber Maldonado wollte eben, dass wissenschaftlich gearbeitet wird. Und Bill hatte übrigens das an ihn delegiert, dass er noch das Programm noch weiter ausarbeiten sollte. Also er musste sich eigentlich da an seine eigene Nase nehmen, dass er es nicht selber gemacht hat. Aber wie Gropius auch in seiner Rede sagt, Experiment braucht Zeit. Das Bauhaus hat nur kurze Zeit gehabt, weil es von den Nazis geschlossen wurde. Und Ulm hat eben auch nicht genügend Zeit gehabt. Und Bill konnte nicht wissenschaftlich arbeiten. Er hatte kein Abitur, er hat nicht an der Uni studiert. Das konnte man gar nicht von ihm verlangen. Und er hat eben vielseitige Talente gehabt. Er war ein Autodidakt, muss man auch noch sagen, weil er hat ja nicht mal als Architekt, er war nicht mal an der Bauabteilung im Bauhaus offiziell, aber er hat Kurse beim holländischen Architekten Mats Stam belegt über Statik und von dem hätte er genügend gelernt. Also er war ein Multitalent und natürlich war für ihn die Kreativität das Wichtigste und Design kann man nicht alleine wissenschaftlich erzeugen, also da gehe ich mit Bill einig, sind Sie vielleicht anderer Meinung, da gehört wirklich dieses Feeling für die gute Form, für die Kreativität im Objekt dazu, damit es nicht irgendwas Dumpfes, King Kong wird. Und man muss sagen, dass die Gegner von Bill auch nicht so berühmt geworden sind wie er selber. Und einen seiner damaligen Gegner haben Erich und ich, hat Erich auch noch in Paris gefilmt, der war aber schon schwer krebskrank, darum ist das nur im Bonusmaterial auf der CD zum Filmen. Der hatte in seiner Wohnung auch Bildskulpturen. Und man muss immer ein bisschen differenzieren. Ne? Wenn die Schule noch weiter existiert hätte, also gut, den Bill, den wollten sich sowieso loswerden, weil eben die Jüngeren übernehmen wollten. Und er hat dann ja, wie Sie gesehen haben, dann gerade, er hatte immer Ideen. Er ist kein Mensch gewesen, der sentimental war. Er hing nicht den Misserfolgen nach, sondern er ging gerade in die nächste Arbeit und hat sich auch mit einer kreativen Tätigkeit von der anderen erholt. Wir haben jetzt gerade schon die Architektur angesprochen. Also seine Tätigkeit als Architekt kam ja sehr zeitgleich mit seiner Tätigkeit als Künstler. Also ich glaube schon recht früh Entwürfe für Wettbewerbe abgegeben. Glauben Sie, dass es liegt ja vielleicht nahe zu vermuten, dass gerade so konkrete Kunst mit dem, ja, mit der Tendenz zu einer starken Komposition und zu Rationalität und Logik der Architektur verwandt ist.
hat er sich dazu mal geäußert, dass es irgendwie so wie Überschneidungen geben würde von konkreter Kunst und Architektur? Also im Film wurde ja zum Beispiel gezeigt, wie er von dem Grundthema der einen Grafik dann quasi in die Skulptur ging, die auf der Furka-Passhöhe ist. Es hat solche Ideen, die dann verschieden aufgebaut und benutzt wurden, das hat es bei ihm sicher gegeben. Aber was Sie fragen, ist eigentlich wie das Thema für ein eigenes Buch. Ne? Es kam auch mal eine junge Studentin aus Lateinamerika, die genau über die Einflüsse der konkreten Kunst auf die Architektur von Max Will arbeiten wollte. Und als wir hinten in dem hohen Atelier waren, was Sie nachher noch sehen, wo der Keith Haring hängt, den Sie im Film schon gesehen haben, da war sie der Meinung, eben, dass Keith Haring ein Max Will sei. Und da habe ich ihr gesagt, Sie können gerade wieder gehen. Das ist natürlich keine Voraussetzung, um so eine Arbeit zu machen. Aber da, die Frage ist gut. Hm? Und ich glaube, speziell zu dem Thema, also so viel ich weiß, gibt es da, glaube ich, noch nichts. Also es wäre ein eigenes Buch wert, ein eigenes Thema, würde ich mal meinen. Was ich auch noch sehr interessant fand, war, als die Skulptur in der Bahnhofstraße gezeigt wurde, wurde die Stimme von Max Bedel eingeblendet und er sagte sowas wie, dass die Skulptur ein Gegenstück sein sollte zu einer komplexen Realität. Zum Labyrinth. Ja, genau, das Gegenteil zum Labyrinth, aber damit irgendwie auch ein Gegenstück zu einer sehr komplexen Realität. Und spiegelt das so sein Weltbild wider oder war das für ihn die Idee auch vielleicht von konkreter Kunst, die eben mit klaren Kompositionen und in einer großen Rationalität auch und Klarheit. Ja, er hat ja gesagt, er wollte in dieser Skulptur etwas entgegensetzen der Konfusion, in der wir heute leben. Das ist, glaube ich, das Wort. Und wenn man es jetzt reduzieren möchte, dass er etwas Einfaches einfach zeigen wollte gegenüber der komplexen Realität, dann hätte man das wahrscheinlich nicht ganz begriffen, weil das, was er gemacht hat, ist alles andere als einfach. Es hat sehr viele Komponenten in dieser Skulptur drin. Und also es geht dort in dieser Skulptur geht es um Beziehungen. Um Beziehungen einerseits der Altstadt, der kleinräumlichen Altstadt und der Verwaltungsarchitektur auf der anderen Seite der Bahnhofstraße. Und da hat er auch wirklich, man muss immer zuhören, was er sagt. Also man muss ihn beim Wort nehmen. Er sagt dann, ich wollte, es ist ein Knoten im Raum, sagt er mal. Und das ist diese Verknüpfung eben der kleinräumlichen Architektur mit der anderen Architektur, der einfacheren Architektur, der Verwaltungsarchitektur auf der anderen Seite, also die Verknüpfung zu einem Knoten, er wollte das verbinden mit diese beiden stadträumlichen Situationen, wollte er verbinden. Es geht da um Beziehungen, und Beziehungen sind nie einfach, auch bei Menschen nicht. Also vielleicht wissen Sie das auch schon. Und in der Pavillonskultur hat es auch noch andere Geschichten. Also er sagt zum Beispiel, es hat 18 Tore, man kann die Wege frei wählen. Also es ist das Element der Freiheit drin. Er sagt auch, es ist das Gegenteil von einem Labyrinth, also nicht keine Verklärung und so weiter, sondern Transparenz. Also Transparenz, Gleichheit und eben Freiheit, die Wege frei wählen. Die Gleichheit, die dann in dieser Skulptur auch drin ist, dass sie nämlich aus exakt gleichen Elementen besteht. Ich glaube, es sind 64 Elemente, genau gleich, die da angeordnet sind. Und das Ganze gibt dann auch Vibrationen, also was dann daraus entsteht. Er sagt, es muss
Vibrationen müssen entstehen und es geht um Beziehung und es geht eben, wenn man das vielleicht auch ein bisschen übersetzt, ganz profan und wörtlich, dann ist die Gleichheit und die Freiheit und die Transparenz sind auch ganz wichtige Begriffe im gesellschaftlichen Zusammenleben und auch in der Politik, wo es auch immer um Verteilung geht. Und die Verteilung, die er dann wieder in der Kunst angewendet hat mit Farben und Flächen, das gehört alles zusammen zum ganzen Weltbild von Max Bill. Ja, dann vielleicht habe ich auch vorhin das Wort falsch gewählt. Also ich wollte keineswegs Einfachheit sagen, sondern vielleicht eher eine Reduktion, weil eben ja seine starken geometrischen Kompositionen schon nicht selbstverständlich zum Beispiel auf der Bahnhofstraße steht, sondern wie hier auch eine abstrahierende Ebene haben, die eben ein Stück von Klarheit oder ja, einen Raum so strukturiert, dass er eben wie offener zum Beispiel wirkt. Aber eben die Klarheit, die er dann hergestellt hat, ist dann auch etwas sehr Kompliziertes, also hat eben wieder zu tun mit der Beziehung der räumlichen Situation dort. So weiter. Und natürlich dann auch noch, dass man diese Skulptur, sie ist eine sogenannte Archiskulptur, das heißt, die Menschen können sie benutzen sie auch im Sommer. Man kann dort in dieser teuersten Konsummeile der Welt vielleicht überhaupt, an der Bahnhofstraße, kann man dort sitzen und kann sich aufhalten, ohne etwas bezahlen zu müssen. Das muss man auch noch schaffen, so etwas Subversives in die Bahnhofstraße hineinzustellen. Eben, auch daran hat er gedacht, dass wenn man dort einen Laden betritt oder irgendetwas oder sich setzen will, kostet es überall Geld. Und da ist es eben auch möglich, dass Menschen zusammenkommen, die vielleicht überhaupt nichts miteinander zu tun haben, dass man dort ins Gespräch kommen kann, dass man ein Buch lesen kann, dass man telefonieren kann heute mit dem Handy, sich verlieben kann oder auch sich verkrachen oder etwas lösen. Also es ist alles möglich in dieser Skulptur. Es ist für die Menschen, also es ist eben nicht nur für die Theorie und die Einfachheit eine gegen die Konfusion, sondern es gibt auch Möglichkeiten von zwischenmenschlichen Interaktionen dort, die eben nicht einmal etwas kosten. Das ist alles in dieser Skulptur. Archiskulptur, das setzt sich zusammen aus den Worten Skulptur und Architektur, also wie ein Hybrid, dass Elemente sowohl von der Architektur als auch von der Skulptur zusammenkommen. Oder das ist ja schon, geht ja auch schon fast in die Richtung von einem Bauwerk, diese Skulptur. Er hat auch viel von den griechischen Säulen gelernt, die haben ja alle Zwischenräume, aber wenn man auf einer gewissen Position steht, sieht es aus, als ob es geschlossen wäre. Und wenn man sich in dieser Pavillonskulptur befindet, vergisst man auch die nicht geglückten Bauwerke drumherum, also die nicht besonders attraktiven Gebäude. Man ist dann wirklich in diesem Raum und auf diesem Raum, der da neu kreiert wurde, konzentriert oder fühlt sich da wohl oder was auch immer, was Erich alles an Möglichkeiten aufgezeigt hat. Und nochmal zurück zu der Frage davor. Max Bill hat zu diesen verschiedenen Gattungen gesagt, dass bei der Malerei war er am freisten, bei der Skulptur schon sozusagen nur noch halb frei, weil er, wenn es ein Auftrag war und er wusste, wo sie hinkommt, eben genau die Umgebung schon mit einbeziehen musste in seine Pläne. Und am wenigsten frei in der Architektur, weil man dann in der Gruppe arbeitet. Also es ist ein Gruppenresultat und dann kommen noch die Auftraggeber dazu. Also er hat dann nicht allein als Architekt gearbeitet, er hatte auch ein Büro in Zürich, wo er Angestellte hatte. Ne? Ja. Okay, das wäre jetzt so gerade wie meine nächste und vielleicht letzte Frage gewesen. Es klang ja an, als es um das Theater ging, dann Midi, dass der Intendant dort meinte, man würde so
sehr stark merken, dass Max Behling nicht sich selber verwirklichen wollte in seiner Architektur, sondern dass er eigentlich ein Geschenk an die Menschen gemacht hat oder sich selber zurückgenommen hat und hat sich das, deshalb haben Sie vielleicht jetzt gerade schon beantwortet, eben auch in seiner Arbeitsweise irgendwie ausgedrückt im Sinne von, dass er eben gerne im Kollektiv gearbeitet hat oder war er eigentlich eher jemand, der gerne alleine arbeitete? Er hat ja beides gemacht, wie ich schon gesagt. Wir haben übrigens diesen Bildfilm dort in dem Theater gezeigt, was von Max Behling gebaut wurde. Und da war Michel Piccoli im Publikum und kam dann mit seinen großen Händen da. Ehrlich gratulieren, das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Und kürzlich waren wir in Fribourg in der Schweiz an der Hochschule für Architekten und Ingenieure. Und da war im Publikum ein Architekt, der sagte, sie machen jetzt gerade eine Erweiterung von diesem Theater Viti. Und wir haben ihn dann auch mit seinen Leuten eingeladen, hierher zu kommen. Und aktuell wird der Film in ganz vielen Städten in Japan, aber geplant ist mit China, hast du auch gesagt. Also wir hatten kürzlich, es ist erstaunlich, wir hatten weiß nicht mehr, wie viele Professoren aus China hier zu Besuch von unterschiedlichen Universitäten und die arbeiten in China über Morli, über Albers, ich war völlig baff. Ne? Und es ist jetzt auch in Vorbereitung, dass durch verschiedene chinesische Universitäten, also dieser Film auch touren soll und dann würden wir auch für Workshops eingeladen, was natürlich auch wieder ziemlich subversiv wäre und spannend. Schön. Gibt es jetzt Fragen aus dem Publikum? Oder ja? Gleich anknüpfen an sein Weltbild. Auf mich hat er den Eindruck gemacht, dass sein Weltbild eine sehr humanistische Prägung ist. Es wurde auch mehrmals gesagt, dass die Skulpturen einen schützenden Aspekt haben sollen. Habe ich das richtig interpretiert? Also es gibt einmal eine Stelle, wo Angela sagt, dass diese Skulptur, also die Kontinuität in Frankfurt, die ja in Granit aufgebaut wurde, also hergestellt wurde, dass die viele Öffnungen hat und auch etwas Schützendes, was ihn umgibt. Also so gut habe ich ihn nicht gekannt wie Sie. Ich würde eben sagen, dass er sehr ausbalanciert war als Mensch. Und er war auch immer offen für neue Menschen, die er antraf. Er hat gesagt, man kann von jedem Menschen was lernen. Er war wirklich human, wie Sie sagen. Es war mal eine Regisseurin hier, die wir sonst gar nicht kannten, eine Theaterregisseurin. Und die hat den Max Behling geklagt, dass ihr Mann ein Musiker impotent sei. Und da hat der Max Behling gesagt, aber es gibt doch viel mehr. Also hat er quasi ein paar Tipps gegeben. Und er hatte eine Originalpartitur, ich weiß nicht mehr von welchem Musiker, die hat er dieser Frau mitgegeben, damit sie ihrem Mann eine Freude machen könnte. Also wir waren in der Akademie der Künste in Berlin und ein irischer Journalist kam für ein Interview und hat dann aber nicht den Max Behling zu Max Behling gefragt, sondern ob er ihm was über James Joyce in Zürich erzählen könnte. Und das hat Max Behling völlig selbstverständlich gemacht, also war nicht irgendwie gekränkt, dass es jetzt nicht gerade sofort um ihn ging. Und noch wegen der Pavillonskultur und den Banken, also Max Behling hat damals auch gesagt, die Bank soll das der Stadt Zürich schenken und das haben sie glaube ich auch gemacht. Also gehört auch gar nicht mehr der Bank, sondern wirklich der Bevölkerung. Und die Kontinuität, die hier in Zürich in der Enge zerstört wurde von Rechten, ich habe zufällig in Zürich in einem Antiquariat auch die Anzeige, die Will damals gemacht hat, also die Kopie, den Schreibmaschinendurchschlag da gefunden. Und daraus geht auch hervor das genaue Datum. Das passierte in der Nacht vom 19. auf den 20. April. Und der 20. April ist der Geburtstag von Adolf Hitler. Und das waren eben Rechte, die das hier in Zürich gemacht haben. Ja.
Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, mich würde auch interessieren, wie Max Behl eigentlich zur Architektur, der Schweizer Architektur der 60er, 50er, 60er, 70er stand. Also weil er war, gab es irgendwelche Verbindungen zur ETH oder war er da komplett ungern gesehen? Also Bill hat nie einen Lehrauftrag von der ETH gehabt, aber sie haben eben kurz vor seinem Tod noch den Ehrendoktor der ETH verliehen und hat der Max gesagt, das sei die höchste Auszeichnung, die die Schweiz zu vergeben hat. Aber umgekehrt, gehen wir nochmal zurück, wie Sie sagten, er hat schon früh sich am Wettbewerben beteiligt, er hat sich schon am Bauhaus an Wettbewerben beteiligt, einmal auch zusammen mit Fischli, der ein Jahr nach ihm nach Dessau gekommen ist, Hans Fischli, der später der Direktor der Kunstgewerbeschule in Zürich wurde und vom Museum. Und auch als er dann, er hat anfangs sein Geld mit Reklame verdient, und zwar als er vom Bauhaus nach Zürich kam, haben die Architekten vom neuen Bauen in Zürich, also Steiger, Heffeli, Moser, haben ihn nicht wirklich in die Gruppe hineingelassen. Er durfte nur erstmal Beschriftungen am Bau machen, also am Zelthaus, das nennt man Lettering, nicht Littering, Lettering, also die Beschriftung der Architektur. Sie haben ihn nicht als Architekt mitarbeiten lassen. Dann hat, was er gerne gemacht hätte natürlich, also er hat diese Kontakte gesucht, aber die, das waren auch linke Architekten, aber eher so bürgerlich links. Und er hat dann Kontakt zu Hans Schmidt in Basel gehabt, der mit der Brigade von Ernst May in die UdSSR gegangen war und war dann, wo Max Behl auch sich beworben hatte, mitzugehen als Reklametechniker. Er wollte unbedingt auch in die UdSSR, obwohl er weder Russisch lesen noch schreiben konnte. Aber die Brigade war frei. Also es gibt einen Brief von Max Stamm, wo er das an Max Behl schreibt. Dann hat Max Behl eine Baugenossenschaft gegründet, wo er ein Darlehen bekam, und damit hat er sein erstes Haus in Hönk bauen können. Und dann hat ihn wiederum der linke Hans Schmidt aus Basel 1939 in den CIAM aufgenommen, während einer Delegiertenversammlung in Zürich, CIAM, die Congrès International d'Architectes Modernes. Also es waren nicht die Zürcher, die ihn reingeholt haben, sondern ein Linker aus Basel. Und der Sohn von Herrn Steiger, der dann selber ETH-Professor war, der schrieb mir dann mal, ja, also wisse gar nicht so, ob der Bin überhaupt im CIAM gewesen sei. Also man hätte ihn lieber draußen behalten. Und, ja. Er kam so als Quereinsteiger mit den Gedanken eben vom Bauhaus, während die anderen waren halt an der ETH ausgebildet. Die fanden sich sozial natürlich eine Stufe über Bild. Der hatte ja eben kein Abitur, kein Diplom vom Bauhaus. Und er hat sich mit seinem Talent dann trotzdem seinen Weg finden können. Das braucht viel soziale Energie. Und heutige Studenten können sich das gar nicht mehr leisten, ohne Ausbildung irgendwas machen zu wollen. Also ich rate Ihnen nicht davon ab, Ihren Abschluss nicht zu machen. Die Anforderungen sind enorm gestiegen. Das wissen Sie ja selber am besten. Ja. Ja, ja. Röntgen. Eine Frage bezüglich den Formen zur Architektur von Max Behl. Also Sie haben ja vorher erläutert, dass die Geschichte selbst aus tragischen Umständen und durch den geschichtlichen Wandel eigentlich auch von der Gründung des Bauhauses und der Fortschritt zu früh unterbrochen wurde und auch sein Werk und dann das auch in Ulm. Und meine Frage ist gerade mit dem Beispiel an der Bahnhofstraße, es erscheinen sehr klare und geschlossene Formen und gleichzeitig ist es ja sehr offen, eben. Man kann von verschiedenen Seiten dies betrachten. Es reflektiert die verschiedenen Zugänge und mich würde interessieren, bei seinem architektonischen Ansatz von Max Behl, inwiefern spielt das Offene und die Zeitlichkeit oder auch das Konträre dann zum Zeitlichen immer wieder eine Rolle?
Ich würde sagen, wir gehen hier nachher noch durchs Haus, dann erfahren Sie das Gefühl in diesen Räumen selber. Das haben Sie hier wahrscheinlich schon gemerkt. Oder wie im Film gesagt wird, der Herr Kocki, da als er von der Landesausstellung in Lausanne spricht, eben das Theater Vidi, die Architektur stört nicht. Man ist hier nicht eingeklemmt, man hat ein gutes Raumgefühl, es wiederholt sich nichts im Haus. Und dieses Haus wurde nach Ulm gebaut, also nachdem er hat quasi das, was er in Ulm gelernt hat, hier wieder für sich selber weiter benutzen können. Es gibt eine Etage, auf dieser Etage kann man so wie im Kreis durchs Haus laufen, was wir nicht machen, weil wir nicht in Eckes Schlafzimmer hineingehen. Aber die Möglichkeit, Sie haben ja auch gesehen, wir sind hinten rausgegangen und hier wieder reingekommen, haben Sie vielleicht mitbekommen. Es gibt auch noch einen unterirdischen Gang, wenn Max Bill hier Leute nicht sehen wollte, konnte er aus der Küche unten durch und im Atelier wieder rauskommen. Also wir gehen zu dem Brötchen und wer dann noch... Nein, warte mal, ich wollte vielleicht doch noch etwas sagen zur Architektur. Weil, also die Architektur ist ja auch sehr dreidimensional, wie die Skulpturen. Und er hat ja wirklich etwas verstanden von Skulpturen und würde sagen, dieses Haus ist auch so irgendwie, hat eine Ausdrucksform fast wie eine Skulptur. Also sie ist... Und sie hat auch eine Logik, zum Beispiel, wenn man über dieses Haus noch kurz sprechen wollte. Es gibt immer diese Niveauunterschiede, also diese Decke ist zum Beispiel etwa einen Meter höher als das übrige Niveau. Und das ist ein Quadrat. Also das, wenn Sie da in diesem erhöhten Teil sind, ist das ein Quadrat, das... Das Haus selber ist wie ein Winkel aufgebaut in dieser Hanglage. Und der Winkel, die Außenkluften dieses Winkels, die Außenkluften treffen sich auch wieder zu einem Quadrat als Ganzes. Also das Ganze ist auch wieder, wenn man die Außenkluften fortsetzen würde und den Schnittpunkt anschauen würde, haben wir mal herausgefunden, der Schnittpunkt liegt auf dem ältesten Baum da unten. Und also er hat da schon sich einerseits auf die Natur, auf die Umgebung bezogen in dieser Hanglage und andererseits hat er auch etwas hineingesetzt, das wieder mit Mathematik, also mit dem Quadrat zu tun hat. Und vielleicht noch ein bisschen, nur noch eine kurze Bemerkung zur Dramaturgie. Also Bill war ja der Rektor von Ulm und Gropius war der Rektor vom Bauhaus. Und wenn man zu Gropius ins Meisterhaus wollte, dann musste man etwa 7 oder 8 Stufen hinaufgehen zu Gropius, bis man da war. Und bei Bill muss man hinunterkommen. Das ist schon einmal so ein metaphorischer Unterschied. Und dann trifft man hier, wenn man ins Haus, wenn man auf das Haus zukommt, hat man sowieso keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Also es ist alles andere als repräsentativ, es ist vielleicht sogar, wenn Sie den Begriff Caesaropapismus kennen, ist es vielleicht so etwas wie das Gegenteil. Und es hat auch einen demokratischen Ausdruck im Sinn, dass es eben keine Einschüchterungsarchitektur ist, was er auch hätte machen können mit diesen Volumen und so weiter, sondern er hat einfach auch Volumen gebaut, um es zu brauchen. Und man kommt von oben in eine relativ dunkle Situation hinein mit der Garderobe, ist auch nicht sehr wichtig, WC, Garderobe, Waschtrog, Spiegel und so weiter. Braucht ja auch nicht unbedingt dieses Licht, was die Dreidimensionalität der Architektur dann wieder braucht und auch eben die Skulpturen auch wieder brauchen. Es ist ziemlich genial
Licht durchflutet dieses ganze Gebäude und diese Räume vor allem. Wenn man dann noch diese Türe aufmacht, werden Sie das dann sehen, diese Verbindung auch nach draußen. Und also für mich ist es einfach, vielleicht habe ich irgendeine Parallele entdeckt, auch zwischen Film und Architektur. Also im Film geht es auch immer darum, um Überraschungen zu schaffen in der Dramaturgie, damit die Leute überhaupt dranbleiben, damit sie nicht nach Hause gehen mitten in der Vorstellung. Und so ist es auch in diesem Haus. Man kommt relativ dunkel an und dann kommt man hier hinein und dann öffnet sich das und man ist überrascht über diesen. Wahrscheinlich sind sie alle überrascht. Wer noch nie da gewesen ist, ist wahrscheinlich überrascht gewesen, dass es da so einen Raum hat, so einen großen Raum. Wenn Sie dann ins Atelier gehen, nach hinten, kommen Sie wieder in eine Situation, in eine dunklere Situation hinein, nämlich durch zwei Archivräume, die im Niveau in der Höhe auch wieder nicht so hoch sind wie diese niedere Decke, sondern noch niedriger, weil ein Archiv braucht nicht diese Höhe, um einfach noch Bücher in die Gestelle zu tun. Man kann das auch dann ohne Leiter machen und so weiter. Und man hat dann gleichzeitig hat man wieder wie ein Tunnel, um in einen neuen Raum zu kommen, wie in eine neue Welt, wie auch in eine neue Schaffenswelt natürlich. Es ist ja ein Wohn- und Atelierhaus. Und gleichzeitig werden Sie dann sehen, wenn Sie nach hinten gehen, durch in diese Richtung, ins hohe Atelier, dass die Raumhöhe, die dann ein bisschen abgesenkt ist, gibt dann oben, wenn Sie dann nach oben kommen, einem weiteren Atelier eine höhere, wieder ein Gewinn in der Raumhöhe. Und das gibt dann auch wieder, das sehen Sie, dass das Ganze ineinander verschachtelt ist, auch wenn Sie in ganz unten ins Malatelier gehen, kommen Sie auch wieder durch, wie ein Tunnel durch, wieder in eine neue Welt, nämlich in die Welt, wo er gemalt hat, in das Malatelier, also in die Welt seiner Malerei und so weiter. Das wollte ich noch sagen, bevor Sie können dann im Haus zirkulieren, dann werden Sie dieses Raumgefühl werden Sie dann selber erleben können. Ganz, ganz herzlichen Dank auch euch an dieser Stelle für das sehr interessante Gespräch und auch herzlichen Dank für diesen tollen Film und dann, wie ihr bereits alle